los! Das wird kein Spaziergang für Sie. Noch nie hat im Gebiet des Generals eine Söldnertruppe Erfolg gehabt. Es gab auch noch nie eine Truppe wie meine, Mr. Fletcher. Das letzte große Abenteuer, das harte Männer je gewagt haben. Was machen die hier in diesem verdammten Laden? Sie verwandeln Opium in Heroin. Diese Schweine! Dann werde ich dich vielleicht nicht töten. Das ist eine alte Krankheit von dir. Du willst immer das, was du nicht hast. Sie gehen in den Kampf und sie wissen, dass die Hölle auf sie wartet. Das Ding will nicht. Es sollte aber wollen, sonst sind wir erledigt. Können ihren Männern vielleicht was befehlen, aber nicht einem Hubschrauber. Ich möchte vorschlagen, Sie fliegen zum Basis Camp, Mr. Fletcher. Ja, wie ein alter Pfadfinder, allzeit bereit. Sie haben verloren. So wie immer, Mr. Brenner. Sie tun so, als hätten Sie auf Leiden einen Alleinanspruch. Können Sie mir sagen, was das bedeuten soll? Es bedeutet, dass wir alle sterben werden. Glauben Sie das wirklich? Operation beendet. Wir haben aber keine Möglichkeit, aus dem Gebiet herauszukommen. Aber Sie müssen es schaffen. Gegen 10.000 Männer des Generals? Wir dürfen Sie nicht aufgeben. Sie haben Ihre Aufgabe erfüllt. Glauben Sie, dass jetzt noch irgendjemand Interesse an diesen Männern hat? 5 Männer und eine Frau in der Hölle des goldenen Dreiecks. Vorsicht, Falle! Alles läuft so, wie man es sich vorstellt, Mr. Brenner. Bitte, Robert, tun Sie nichts, was Sie hinterher bereuen müssten. Ich muss mich wirklich wundern, dass Sie mir das Gefühl der Reue zutrauen. Geheimcode Wildgänse. Das letzte große Abenteuer, das harte Männer je gewagt haben. Geheimcode Wildgänse.